Notruffeuerwehr und Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Ja, hallo. Sie müssen mal schnell mit ins Schwimmbad kommen. Julius Kiefer ist mein Name. Was ist denn da passiert? Ist das das Schwimmbad in der Innenstadt? Ja, ich bin ausgerutscht. Da war es so rutschig. Ich wollte die Mädels beeindrucken und eine Arschbombe platzieren, aber dann bin ich ausgerutscht und mein Knöchel steht zur Seite weg und ich... Das Bein, ja. Guckt der Knochen raus oder ist der Knochen drin? Nee, der Knochen ist drin, aber es schmerzt. Bitte ganz schnell. Ist denn dort ein Bademeister? Bademeister, ich weiß nicht, wo der ist. Kommen Sie doch mal bitte schnell vorbei, bevor Sie so viele Fragen stellen. Die Rettungskräfte sind bereits alarmiert und auf den Weg zu Ihnen. Ja, beeilen Sie sich bitte. Jetzt. Notfall. Die Rettungsspezialisten. Nur wenige Minuten später erreichen die Rettungsspezialisten Thomas Schmidt und Philipp Stehling das Schwimmbad, in dem jedoch noch eine unsichtbare Gefahr lauert. Hallo. Hierher alarmiert. Irgendwie hat sich wohl jemand verletzt, ist gestürzt. Hier bei uns? Und ist kein Bademeister aufzufinden. Okay, kein Bademeister? Das ist nur unsere Information. Ja. Einen Moment bitte. Ein Bademeister hat in Bäderbetrieben eine gewisse Aufsichtspflicht, eine Fürsorgepflicht der Besucher, der zu schwimmenden Personen und muss im Ernstfall eingreifen können und auch Erste-Hilfemaßnahmen durchführen können, wenn die Personen in Gefahr schweben können. Geht's allen soweit gut? Ja? Okay. Zu ihrer Verwunderung weiß Kassiererin Yvonne nichts von einem Verletzten. Ebenso verwunderlich findet die Angestellte, dass sie Bademeister Thilo nirgends entdecken kann. Doch die Suche nach dem verzweifelten Anrufer Julian hat jetzt erst einmal Priorität. Hallo? 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 Ja? Ja. Rettungsdienst, wo sind Sie denn? Haben Sie uns gerufen? Hallo? Oh. Hallo? Okay. Was ist los, Tag? Hallo? Ich bin ausgerutscht. Ich wollte schön eine Arschbombe machen, die Mädels beeindrucken. Klappt auch immer. Haben Sie uns gerufen? Ja. Haben Sie uns gerufen? Okay. Okay. Sind ausgerutscht irgendwie bei einer Arschbombe und dann? Ja, genau, bei der Arschbombe ausgerutscht und die Mädels standen da schon und haben posiert und ich dachte mir, jetzt hau ich einen raus und dann rutsche ich aus. Das passiert mir nie. Was tut Ihnen genau weh? Oh, das Knie ein bisschen, aber größtenteils der Knöchel. Sie sehen doch, der ist alles gut. In eine andere Himmelsrichtung. Genau, ganz ruhig erstmal bleiben. Also ich guck mir das gerade mal an. Das tut sehr weh, ja? Okay, alles klar. Okay. Entschuldigung, ich gehe mal wieder meinen Kollegen suchen. Das ist ja total seltsam. Machen Sie das mal besser. Den Bademeister. Suchen Sie den nochmal? Okay. Oh, können Sie jetzt mal weitermachen? Ja, ganz entspannt. Wir sind ja jetzt da. Tut Ihnen hier hinten irgendwas weh? Oh. Können Sie einmal die Zehenspitzen bitte bewegen? Oh. Genau. Also erstmal ganz ruhig, gell? Sonst irgendwie auf den Kopf gestürzt? Mein Kopf tut nicht weh, mein Fuß. Ja, das müssen wir ja wissen. Das wäre gut zu wissen. Aber dann wissen wir es ja jetzt. Nervige Patienten gibt es immer mal wieder, da muss man aber einen kühlen Kopf bewahren, einfach souverän bleiben, seine Maßnahmen durchführen. Vielleicht kommt das eine oder andere Kommentar mal durch, aber im Endeffekt ist es unser Patient, um den wir uns auf alle Fälle ordentlich kümmern müssen. Ja. Was war das denn? Gehst du mal kurz gucken? Schauen. Ja. Hey, Sie können doch nicht weggehen jetzt! Was ist denn los? Können Sie bitte helfen? Was ist denn passiert? Da ist mein Freund Felix in den Rücken gesprungen und jetzt treibt er da. Warum machst du denn hier sowas? Keine Maus. Nicht mit Absicht. Ja, Lilly ist klar. Was soll ich machen? Ich hab überhaupt nichts gesehen, Mann. Du hast nichts gesehen. Ich sehe sowieso überhaupt nichts. Hol uns mal einen Kollegen von mir. Philipp! Philipp! Hol uns mal einen Kollegen vom Rettungsteam. Felix! Der ist mir hergekommen, der darf nicht leider. Gehen Sie mal schnell den Kollegen holen. Aber es tut trotzdem was. Wir müssen ganz schnell kommen, bitte, bitte. Was los? Mein Freund liegt im Wasser. Okay, alles klar. Wir müssen ganz schnell kommen, bitte. Ich bin einmal kurz hier, wenn man das will. Ich bin einfach laut. Seien Sie einfach laut, ja? Ich hier, Ihr Zweck. Hallo. Tut mir leid, aber wir müssen einmal kurz nach hier vorne gehen. Philipp. Was ist los? Ich hab hier Wasser getrieben. Roman ist rein. Ich bin in den Rücken geflogen. Ja? Hat jetzt hier einfach nur getrieben. Atmet aber noch. Atmet noch? Ja, atmet noch. Papa, wir sind aufs Bein dort zugekommen. Ja. Macht's Bauch ein bisschen runter? Ja. Okay. Ja, Achtung mit seinem Kopf. Ja. Nicht unter Wasser. Ja. Ich den Kopf oben. Warte. Zieh mal an den Schultern hoch. Ich halte das Board fest. Ja. Okay, an den Schultern. Ich glaube, er hat noch geatmet, als ich gerade bei ihm war. Sehr gut. Hallo? Okay. Können Sie mich hören? Hallo?
Hallo, ich bin der Bademeister irgendwo hier. Schicken Sie bitte sofort hierher. Das hast du doch bestimmt mit Absicht gemacht. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Einer auf die Springe. Was hat denn hier wer gemacht? Wir wissen gerade von gar nichts. Ich bin in den Rücken gesprungen. Warum denn? Wie kam das? Aus Versehen. Nein, ich sehe. Ich habe nichts gesehen. Meine Augen brennen. Scheiße, krass. Kennen Sie sich überhaupt? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin meine Schwester. Sie sind Geschwister. Und was ist er hier? Wer ist das? Kennen Sie ihn? Das ist mein Freund. Das ist Ihr Freund. Können Sie mir gerade mal in die Augen gucken? Guckst du mir mit mal auf die Nasenspitze? Okay. Tut Ihnen hier hinten irgendwas weh? Meine Beine. Die Beine? Tut die weh? Ich spüre die nicht mehr. Er spürt die Beine nicht mehr, Thomas. Spüren Sie das nicht? Mal bitte tief ein- und ausatmen. Nochmal bitte. Sagen Sie mir mal Bescheid, wenn Sie was spüren und wenn Sie was fühlen. Warte, lass uns mal erstmal ganz kurz abhören, ob was in der Lunge ist. Moment mal tief ein- und ausatmen. In dem Fall zum Beispiel wie bei unseren Patienten war es so, dass jemand auf den Rücken gesprungen ist. Und wie auch bei anderen Unfällen von Motorradfahrern, Autofahrern, Fahrradfahrern ist es so, dass die Nervenstränge, die durch die Wirbelsäule entlanglaufen, durchtrennt werden und somit ihre Beine nicht mehr bewegen können. In dem Fall ist es natürlich so, das kann vielleicht ein momentaner Zustand sein, es kann sich vielleicht noch bessern, es kann aber auch sein, dass es genau in dem Zustand bleibt. Okay, Wasser ist nicht in der Lunge, das heißt, Lunge ist soweit einmal frei, hat jetzt kein Wasser gespürt aktuell. Können Sie mal froh sein, dass er jetzt hier gerade noch atmet und kein Wasser gespürt hat? Was soll ich denn machen? Ich habe es nicht mit Absicht gemacht, Mann. Ich habe auch keinen Bock mehr. Lilly, jetzt mal ganz im Ernst. Und was willst du von mir? Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Warum glaubst du mir nicht? Ich sehe überhaupt nichts, Junge. Meine Augen brennen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Glaub mir doch einfach, ich habe es nicht mit Absicht gemacht. So, gut. Also. Hände, Finger geht aber alles. Hände mal kurz, Finger ein bisschen bewegen. Guck mal, er hat ja auch diese Rötung. Haben Sie alle hier irgendwie, weiß nicht, ist es hier ein neuer Trend? Was ist denn alles hier bei den Leuten rot um die Augen? Ich weiß es auch nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Also wir holen den Monitor von drüben, schließen ihn komplett an, verkabeln ihn voll in die Situation, weil ist der im Prinzip... Rucksack auch mit dabei, da ist die Halsklausel drin. Genau. Dann holen wir das einmal gerade. Soll ich machen? Ja, perfekt. So, da bist du ja endlich. Sie müssen einmal jetzt bitte sitzen bleiben, sich am besten nicht groß bewegen. Wie jetzt? Wir kommen gleich wieder zurück, da ist gerade noch ein anderer Notfall. Warum nehmen Sie mir das weg? Wir nehmen das nicht weg, Ihnen geht es ja gerade soweit gut, aber wir haben gerade noch einen anderen, größeren Notfall und den müssen wir gerade erstmal versorgen. Bleiben Sie, das kann doch aber nicht wahr sein. Das kann gerade leider wahr sein, bleiben Sie bitte sitzen. Lilly bestreitet vehement, dass sie dem Freund ihrer Schwester mit voller Absicht in den Rücken gesprungen ist und bleibt dabei. Ihre Augen haben so getränt, dass die Sicht verschwommen war. Tatsächlich stellen die Sanitäter fest, dass ein beißender Geruch in der Luft liegt. Wie ist es Biest bei Ihnen? Sie haben auch rote Augen? Ja, es kommt von da ganz hinten. Bei uns auch schon aufgefallen, dass es hier dreht und weh tut. Keine Ahnung, das ist bei allen Patienten hier gerade so. Irgendeine Lage, die überhaupt uns gerade nicht so gefällt. Pass auf, Thomas, ich würde sagen, ich gehe mal hinter, schau mir das Ganze mal an. Ja, check es mal bei denen ab, gucken, ob die es auch haben. Genau. Und ansonsten müssen wir die Feuerwehr holen, weil irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Genau, alles klar, sehr gut. Entschuldigung. Ja. Kommt ihr mal bitte kurz her. Merkt ihr auch? Ja. Merkt ihr auch so ein beißende so beißend in den Augen auch, gell? Ja, das brennt. Das kommt von da hinten, glaube ich, oder? Da stieß am meisten. Da. Kommt, auf geht's nach vorne. Kommt, schnell. Guck mal. Achtbombe! Wir haben hier wahrscheinlich irgendeinen Ausdruck von Gas. Kommen Sie schnell nach vorne. Kommen Sie bitte schnell nach vorne. Kommen Sie. In Schwimmbädern lauert eine große Gefahr, die vielen eigentlich gar nicht bewusst ist. Und das ist das Chlorgas. Chlor wird im entsprechenden Schwimmbad dazu verwendet, um die Bakterien und Viren im Wasser abzutöten. Aber Chlorgas wird auch in Kriegen als Kampfmittel verwendet und ist in hoher Konzentration sehr, sehr giftig und tödlich. Was ist mit meiner Schwester? Was mit ihr? Muss meine Schwester suchen. Meine Schwester ist so in die Umkleide gegangen. Also da wird erstmal ihn raus, sie auch raus und dann aber gucken wir nach ihrer Schwester. Ich kann die doch jetzt nicht einfach hier lassen. Wir kommen sofort, wir müssen erstmal schauen, dass wir ihn rausbekommen. Wir kommen sofort wieder zurück. Können Sie kurz mal mithelfen? Ja. Gehen Sie mal bitte hier an die Seite. Ja. Einfach hier mit hochheben. 2, 3. So, wir müssen das. Geht das bei Ihnen? Ja. So, erstmal kommt er raus. Kommt er raus. Alles klar. Gut. Also, ihr habt mitbekommen, wir haben hier wahrscheinlich einen Massenanfall an verletzten Lager. Das heißt, wir müssen schauen, dass alle Leute aus dem Gebäude draußen sind. Thomas. Ich muss meine Schwester suchen gehen. Ich kann jetzt nicht einfach hier warten. Okay. Also, wie viele Leute waren wir jetzt circa hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Funkst du die Leitstelle drinne an? Drinnen waren ja noch eins, zwei. Ich immer noch nicht gefunden. 15 werden es mindestens sein. Okay, weißt du was? Kannst du nach ihrer Schwester noch mal gucken gehen? Kann ich nicht. Du funkst? Nee, sie bleiben auf jeden Fall hier. Aber bitte keine Panik, keine Panik. In den Umkleiden. In den anderen Kollegen hole ich auch noch irgendwie genau. raus. Genau, so machen wir es und ich mache einmal von einmal die Leitstelle an. Wir waren mindestens 15 Leute. Mindestens 15 Personen, ja. Leitstelle von RTW 1, komm. Hier die Leitstelle hört, kommen Sie. Zur Information, wir haben hier eine Lage nach Manf 15 bis Manf 20. Wahrscheinlich Chlorgasaustritt hier einmal im Schwimmbad. Wir brauchen Feuerwehr und weitere Rettungsmittel. Ja, das ist verstanden. Wie viele Personen sind denn jetzt noch im Gebäude bzw. schon vor dem Gebäude? Aktuell sind wir 10 Personen draußen. 2 Personen sind im Gebäude noch vermisst. Dementsprechend bitte auch an die Feuerwehr direkt weitergeben. Ja, gebe ich so weiter, verstanden. Das Hauptproblem ist der Austritt des Chlorgases, für den es momentan noch keine Erklärung gibt. Den Verletzten drohen bleibende Schäden. Im schlimmsten Fall sogar der Verlust der Sehkraft. Wir müssen schauen, dass wir jetzt aus dem Gebäude rauskommen. Hier ist gerade eine ganz blöde Situation. Hier gibt es mehrere Leute mit den gereizten Augen. Wir müssen raus aus dem Gebäude. Ich stütze sie dabei. Und dann gehen wir am besten irgendwie durch die Umkleiden hier durch und raus, ja? Bitte auf dem gesunden Bein auftreten. Ich stütze sie dabei. Und wir müssen hier aus dem Gebäude schnellstmöglich raus. Haben Sie noch jemanden gesehen? War noch jemand hier? Nein, Mann, ich liege hier die ganze Zeit. Ist hier noch jemand? Ja. Hallo, wo sind Sie denn? Kommen Sie mal aus dem Gebäude heraus, kommen Sie mal zu uns. Ich wusste, ich war schon im Gebäude drin, ich war kontaminiert, ich habe das Chlorgas bereits eingeatmet, ich musste was davon getragen haben. Und eigentlich spricht da jeder Sinn, jede Vernunft dagegen und sagt, man darf nicht reingehen, man sollte nicht reingehen. Aber irgendwie hat mich was dazu geritten, zu sagen, okay, die Personen, die da drin sind, müssen noch raus. Gut, alles klar. Einer fehlt noch, oder? Wie viele waren es denn? Wir sind alle da. Ja. Jetzt waren hier drin. Fehlt. Nee, und der Bademeister fehlt. Mein Kollege, ich habe ihn nicht gefunden. Nee, die Schwester war ja aber auch gar nicht hier. Die ist doch. Die war noch drin. Okay. Ja, sie war immer noch drin. Alles klar, dann. Ich geh nochmal rein. Guckst du mal. Hi, gut, dass wir vorsichtig so nah rangehen. Vorsicht, was denn hier? Pass auf. Wir haben hier wahrscheinlich einen Chlorgasaustritt. Ja. Wir haben die Feuerwehr mit der Dekontamination angefordert. Alle Patienten, die du jetzt aktuell oder die ihr aktuell hier seht, sind dekontaminiert. Wir inklusive. Kontaminiert. Ja. Hier ist so der Patient, das ist unser schwerverletzter Patient. Okay. Wahrscheinlich eine Halbseitenlähmung. Per Spineboard und einer hat noch da hinten eine Unterschenkelfraktur wahrscheinlich. Alle anderen haben höchstwahrscheinlich Chlorgas eingeatmet. Ich würde sagen, so lange, bis die Feuerwehr kommt, ja, halten wir uns erstmal zurück und warten erstmal. Ja, so wie es aussieht, haben wir jetzt hier einen verletzten Patienten oder mehrere verletzte Patienten, kommen aber aufgrund der Situation hier nicht dran und müssen auf die Feuerwehr warten und halt auch auf die Freigabe, dann hier diese Einsatzstelle aufzunehmen. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Kollege ist da rein, obwohl das Chlorgas da drin ist? Ja, hast du richtig verstanden. Also richtig verstanden. Es ist einfach so, manchmal muss man den Eigenschutz hinten anstellen und es ist ein Menschenleben in Gefahr. Wir müssen da reingehen. Ist noch jemand hier? Hallo? Okay. Ja, ich komme. Ja, hallo? Wo sind Sie denn? Lilly? Bademeister? Hier, hallo. Hallo, hallo? Ich bin hier, hallo. Wo denn? Hier, oh. Los. Ich stecke hier fest, Mann. Okay, Moment. Kommst du gar nicht raus? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Au! Okay. Ich fasse dich weiter an. Ich hole sofort die Kollegen. Ich gebe dir Bescheid. Durchsage an alle Einsatzkräfte. Wir haben hier noch die Patientin gefunden, die vermisste Lilly. Die ist am Drehkreuz in der Umkleidekabine. Kommen. So, gut. Also, ich habe dir Bescheid gegeben und die Feuerwehr müsste gleich kommen. Denn nur die Feuerwehr verfügt über speziellen Atemschutz und das notwendige schwere Gerät, um Lilly aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Wichtig ist zudem, die kontaminierten Badegäste zu versorgen und auch den vermissten Bademeister und das unerkannte Chlorgasleck zu finden. Ja, also das wird das Schwimmbad sein. Die Meldung ist, der Rettungswagen steht aber oben am Haupteingang. Ja. Ich gehe erstmal rum und guck mir das an, was da los ist. Sag mal Bescheid. Ja, ist gut. Und? Dreimal, mein Kumpel hat auch noch Rücken. Deck mal den Patienten zu. Hallo. Hi. Hi. Pass auf, kleine Übergabe an dich. Und zwar, wir haben hier Verdacht auf Chlorgasaustritt im Schwimmbad. Ja. Wir haben noch zwei vermisste Patienten, die drin sind.
Ansonsten haben wir einen Schwerverletzten, also einen roten Patienten, einen gelben. Ansonsten wie viele Patienten insgesamt? Aktuell haben wir 10 kontaminierte Patienten aktuell hier gerade. Einer davon ist rot von den 10 und einer ist gelb. Alle anderen sind grün, haben allerdings alle Reizungen der oberen Atemwege. Okay, ganz wichtig. Wo ist, wisst ihr schon was, wo ist das Chlorgas ausgetreten? Im Schwimmbad, wenn du reinkommst, hinten links. Ja. Zuwegung, ist das von hier direkt rein? Hier oder? Direkt rein und rechts und dann geradeaus durch. Okay, wir schauen, ob wir von unten reinkommen. Wir werden das gleich weitergehen. Perfekt, mein Kollege ist schon noch drin. Er ist nicht geschützt. Sagt ihm sofort, der soll rauskommen. Ich funke sofort. Ja. Sofort. Gib mir kurz deine Funke, ich funke sofort an. Sagt, er soll sofort rauskommen. Ja, ja. HLF-Führer von Einsatzleitung kommen. Ja. Führer HLF hört. Ja, pass auf, folgende Meldung. Wir haben hier tatsächlich einen Chlorgasaustritt im Schwimmbad. Wir haben 10 verletzte Personen, davon eine Person rot. Die stehen schon vor dem Gebäude. Ihr bereitet sofort einen Dekontaminationsplatz unten auf dem Parkplatz vor. Ich werde das Alarmstichwort erhöhen und wir werden jetzt mit Absprache der Notärztin einen Mampf auslösen. Verstanden? 10 verletzte Personen, davon einer rot. Wir bauen das Dekon-Platz auf und du erhöhst das Alarmstichwort. Ja, ist verstanden. Dann hast du den Kollegen erreicht. Ich habe den Kollegen erreicht. Also es ist so aus, er hat die Patientin gefunden, ist allerdings eingeklemmt. Und eingeklemmt. Er bleibt bei der Patientin, er kommt einfach nicht raus. Ich habe ihn versucht anzusprechen, sagt, komm raus, er bleibt dabei, hat ihr allerdings eine Maske so zum Minimalschutz übergezogen. Er ist bei der Patientin, die ist eingeklemmt. Hier vor Ort war es natürlich für uns eine verflixte Situation. Wir hörten beim Ankunft und bei meiner Erkundungsphase, dass natürlich ein Sanitäter schon drin war und hat sich um Patienten gekümmert. Da mussten wir ganz schnell handeln und den ersten Angriffstrupp unter Schwärmen CSA natürlich sofort fortschicken zur Menschenrettung. Die Feuerwehrleute haben bereits die Kontaminierungsdusche aufgebaut, um die Badegäste zu reinigen. Unbehandelt kann eine Verätzung mit Chlorgas auch der Auslöser für ein lebensbedrohliches Lungenödem sein. Oh, der kann kaum laufen, ja? Ja. Ihr werdet jetzt kalt abschütteln. Das ist wirklich kalt. Ja. Und damit ihr das wisst, dann geht ihr da durch und dann macht mein Kollege den Rest mit euch. Ja? Das schaffst du schon, das schaffst du schon. So, jetzt geht ihr einmal da durch. Da läuft automatisch Wasser, bleibt 50 Hektar anstehen. Unsere Erstaufgabe war natürlich hier, da die Patienten vom Rettungsdienst schon versorgt worden sind, ganz schnell das Dekontaminationszelt aufzubauen, sodass die Patienten erstmal geduscht werden. Es ist wichtig, wenn man mit Chlorgas in Berührung gekommen ist, weil es eine Reiz- und Ätzwirkung hat, dass die Patienten sofort gespült werden. Für uns ist es aber noch wichtig, um die eigenen Einsatzkräfte zu schützen, dass die Patienten dann sauber sind. Deswegen war für uns die erste Priorität natürlich das Zelt aufbauen, um die Patienten zu versorgen. Aber was noch viel wichtiger war, war natürlich den Trupp reinzuschicken, um zu schauen, was ist mit unseren eigenen Rettungskräften, in dem Fall mit dem Sanitäter. Und was sind da noch für Leute drin? Wie viel müssen wir rausholen? Der Angriffstrupp gab die Rückmeldung, dass die Person gefunden war. Leider Gottes lag diese Person direkt in einer Chlorlache und war schwer verletzt. Also das war lebensbedrohlich. Notärztlich musste das so schnell wie möglich abgeklärt werden. Für uns war wichtig, so schnell wie möglich raus. So, ganz schnell anziehen. Wie viel sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Im Gebäude befindet sich noch immer die im Drehkreuz eingeklemmte Lilly und Sanitäter Thomas Schmidt, der bei der Rettung der 18-Jährigen seine eigene Gesundheit massiv aufs Spiel setzt. Rettungsführer kann anders kommen. Wir haben die Person gefunden in der Umkleide, eingeklemmt im Drehkreuz. Wir befreien jetzt die Person. So, pass auf. Das ist okay, gerade da vorne. So, einmal kurz zuhören bitte. Alle, die dekontaminiert sind und gleich einen Trainingsanzug anhaben, werden sich hier vorne am ELW treffen. Wir machen da erstmal eine Zusammenkunft, dass wir alle nicht auseinanderlaufen. Ganz genau. Und dann sind alle grün. Die Dokumentation machen und von jedem den Namen und den Adresse aufschreiben. Hallo? Machen Sie mal die Augen auf. Hallo? Mama, die Beatmung schon mal fertig. Beatmung fertig machen. Mach gut, die Sättigung raus. Ich sehe jetzt hier einen Sauerstoff. Sauerstoff ist auf Maximum. Herzfrequenz steigt auf.
Ja. Nicht, dass dein toxisches Lungenödem kriegt. Dann hat sie einmal gereinigt, damit der Stoff von der Haut runterkommt. Aber es ist natürlich trotzdem zu beobachten, gerade im Bereich der Atemwege auch, dass es da nicht noch zu weitreichenden Folgen kommt. Weil so eine Situation kann sich auch so zuspitzen, dass es dann lebensbedrohlich wird. So, wie sieht's bei dir aus? Ja, also pass auf, der Rote ist jetzt auf dem Weg, der ist schon im Auto, die fahren jetzt sofort los. Okay. Ne? Hier habe ich noch die Pia, das ist die Schwester von der, die noch drinnen ist. Ja, wir haben jetzt gerade die Meldung bekommen, die kommen jetzt raus. Die haben befreit. Wir wissen noch nicht genau, wer es ist, aber sie kommt jetzt raus. Deswegen fangen wir jetzt mit der Dekon an. Ja. Das ist ganz wichtig, sie halten jetzt ein bisschen Abstand. Da ist die. Ja, wir kümmern uns drum. Da ist sie auch. Super. Du gibst mir mal noch den Zettel für die... Alles wird gut, mach dir keinen Stress. Alles wird gut. Und für uns war klar, der Einsatz ist jetzt gleich zu Ende. Wir haben alle Patienten gerettet, alle lebendig rausgeholt. Und für uns war es ein voller Erfolg. Bademeister Thilo wollte die Chloranlage ohne Schutzkleidung auffüllen. Dabei ist er mit dem Kanister gestolpert, aus dem dann das Gas austrat. Nachdem seine schweren Verätzungen intensivmedizinisch behandelt wurden, kuriert er sich nun in einer Reha aus. Bei Sanitäter Thomas Schmidt handelt es sich nur um eine leichte Chlorgasvergiftung und er erholte sich rasch. Pias Freund Felix hat durch Lillys Sprung in den Rücken eine Wirbelsäulenprellung erlitten, die aber folgenlos verheilte. So auch Julius' Kreuzbandriss, den er sich zuzog, als er den Mädels imponieren wollte. Die Atemwegsbeschwerden der übrigen Badegäste haben sich nach einer stationären Behandlung bei allen vollständig gelegt.